Für Russland wird eine Staatspleite immer wahrscheinlicher. Das Land hat erstmals Zinsen für in Dollar laufende Anleihen in Rubel bezahlt. Die Gläubiger lehnen dies aber ab. Mehr dazu von Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse. Es geht um 649 Millionen Dollar, die Russland in Rubel beglichen hat. Gleichzeitig will das Land seine Auslandsschulden auch weiter mit heimischer Münze zahlen, denn die Devisenreserven sind weitgehend blockiert. So hat Russland wegen der Sanktionen keinen Zugriff auf die Devisenreserven der russischen Zentralbank im Ausland. Bisher wurden die ausländischen Schulden über Konten bei ausländischen Banken bedient. Doch die US-Regierung hat den amerikanischen Banken verboten, solche Überweisungen zu tätigen. Auch dort sind die Reserven jetzt eingefroren. Ein Zahlungsausfall hätte heftige Folgen. Das Land könnte sich über Jahre kein Geld mehr leihen. Mehr noch, der Bann würde auch russische Firmen treffen. Sie werden genauso bewertet wie der Staat, zu dem sie gehören. Wer demnächst hier im Élysée-Palast sitzt und damit Frankreich regiert, das interessiert nicht nur die Franzosen. Es ist gerade jetzt für ganz Europa bedeutsam. Zu sehr hat sich Emmanuel Macron als gewichtiger Diplomat im Krieg in der Ukraine ins Spiel gebracht. Und ein Machtwechsel in Paris würde die EU schwächen. Denn nach jetzigen Umfragen rangiert hinter dem amtierenden Staatsoberhaupt die rechtsradikale Marine Le Pen und hat so gute Chancen, nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen an diesem Sonntag in die Stichwahl zu gelangen. Unsere Korrespondentin Sabine Raube endet heute ihre Reise quer durch Frankreich in der Hauptstadt Paris und ist aber zunächst auf dem Land in Marseille-les-Aubignies.